Ja, herzlich willkommen, Kinders, hier von der Aktuba. Mit den letzten Kröten, die ich so besitze, konnte ich dieses Boot chartern und begebe mich jetzt auf den Weg zu einem alten Spot, wo ich mal schauen will, ob der wieder läuft am Fünfer oder am 5-Meter-Graben, eher gesagt, auf dieser kleinen Insel ganz im Nirgendwo. Hier konnte man damals gut Rotfeder fischen auf dieser Seite. Das werde ich gleich auch mal testen. Die braucht man hier. Auf der anderen Seite konnte man gut Siechling fischen, Schwarzrückenhering, Kaspi-Maifisch und dieses ganze andere Gedöns. Schauen wir uns mal kurz an. Gibt hier mehrere Spots zum Stippen. Ab und an geht hier auch der Weißlachs durch tatsächlich. Auf Köfi. Also einmal hier vor dieser Grütze kann man gut stippen. Dann haben wir hier irgendwo einen Baum im Wasser. Das wäre dann hier. Da schmeißt man dann Höhe dieser Schatten, lässt hier durchtreiben und hier ist meistens schon die Hitbox, wenn es gut läuft. Oder hier nach dort geschmissen. Doppelborkenkäfer oder Eintagsfliegenlarve ging damals. Der Braschnikow-Hering gut ein. Ja, und gegen Abend dann der Kaspi-Maifisch. Und hier auf der anderen Seite, wie bereits erwähnt eben, die Rotfeder. In diesem Bereich. Das werden wir alles testen, das werden wir uns alles anschauen. Ein wunderschöner Sonntag. Wetter ist gut. Köder haben wir ein paar mit. Und warum bin ich so blank? Wer kann es ahnen? Richtig. Wir haben den Zen-Meister geholt. Endlich haben wir ihn. Der heißt natürlich nicht Zen-Meister, der heißt natürlich Master 800, weil 8 Meter lang. Und plus 3 Handfertigkeit in beiden Montagen und 1 Kilo weniger Tragkraft als die Spirit mit einer Power von 9 von 10 ist das schon wirklich, wirklich, wirklich der Porsche unter den Stippen. Also das Ding ist, Gottmut. 19er Haken, Bockenkäfer, Eintagsfliege. So werde ich hier anfangen auf eine Tiefe von, ja, na klar, 80 oder 1,40 Meter. Aber so, ich habe jetzt mal den 16er Haken drauf genommen. Der Siechling läuft immer noch ein, aber die Tiere gehen nicht so wirklich weit über 300 bis 400 Gramm. Also haben so ein Fanggewicht von zwischen 300 und 400. Und ab und an kommt mal so eine Seelaube oder ein Rotauge dazwischen. Also 388 Gramm ist bis jetzt das größte an Siechling. Das ist natürlich nichts. Also nichts, was uns glücklich machen würde. Im Trophy-Bereich 1,5 Kilo braucht das Tier und ich brauche ihn hier tatsächlich noch. Hier habe ich ihn noch nicht, aber dafür die Seelaube. Auch schön. Jetzt kommen die ersten Schwarzrückenheringe. Auch interessant. Uhr. Na, der erste etwas größere Siechling.
539 Gramm. Auch noch nichts Gewaltiges. Aber sie steigen jetzt besser ein. Wir sind immer noch auf 80. Bloß mit einem 16er Haken unterwegs. Vorfach habe ich keines drauf. Gleich mal ein bisschen flacher gehen. Wir kommen gegen Abend. Das wird dann interessant für den Caspi-Maifisch und den Braschnikow-Hering. Natürlich kein Garant dafür, dass er kommt oder dass wir ihn hier fangen. Deswegen testen wir den Spot. Ob er denn wieder das hergibt, was er... Poh, weiß ich gar nicht. Ganz schön lange her, dass er mal geliefert hat hier. Aber bis jetzt läuft der Siechling wieder ein. Das ist schön. Auch kein schwer zu angelnder Fisch. Eine Hasel. Interessant, jetzt haben wir aber mächtig viele Fischfarben. 1, 2, 3, 4, 5. Ein ganz kleiner Siechling. Gott, oh Gott, oh Gott. Was für ein Knirps. Wieder so ein verwehrtes Rotauge. Auch mitnehmen. Wer weiß, was im Café ist, Kinders. Ich kann jetzt, ich muss jetzt alles mitnehmen. Ich brauche jedes Stück Kupfer. Nützt nichts. Jetzt werden sie aber wirklich, das ist aber schon Mobbing jetzt. Nach 92 Gramm kommt ein 50 Gramm Siechling. Also den will selbst das Café nicht haben. Das ist ein Stint. Wenigstens werden sie wieder größer. Das ist aber auch keine Kunst bei 50 Gramm. Kleiner wird schon schwer. Beim Siechling. Okay. Schauen wir mal. Gehen wir ein bisschen was flach. Na, nehmen wir mal 60. Schauen wir mal, ob die Hasel jetzt kommt. Und die ganzen anderen Karpaiken. Die Seelaube auf jeden Fall schon mal. Okay. Interessant. 60 cm Siechling geht auch ein. 80 cm Siechling geht ein. 16er Haken. Den scheint die Tiefe hier nicht so wirklich zu interessieren.
Na gut, schauen wir uns das Ganze mal an. So, zurück auf 19er Haken, noch flacher auf 40 cm mit einer einfachen Kombination, also was heißt Kombination, mit einem einfachen Köder halt, ne? Mit der Eintagsfliege. Einfach mal schauen, was er hier sagt, der olle Kaspi. Ah, Doppel-Eintagsfliegen-Montage war damals auf dem Braschnikow-Hering. Interessant. Ich werde einfach machen. Ich könnte noch die Eintagsfliegenlarve mit drunter setzen. Also wie gesagt, zurück auf den 19er Haken, 40 cm tief. Trotzdem noch Siechling. Auch auf 40 cm Tiefe. Mit 19er Haken. Also den scheint hier die Tiefe nicht wirklich zu interessieren, den ollen Siechling. Und auch die Hakengröße nicht so krass. Hier steigt er fast noch besser ein jetzt. Zumindest um diese Uhrzeit. Also eins können wir schon mal festhalten. Siechling läuft hier auf 143,23 wieder super. Egal, welche Tiefe ihr bis jetzt nutzt. 40, 80, 60. Interessiert ihn nicht. Na, du bist ein kaspischer Schwarzrücken. Stimmt, bist du. So, jetzt kommen wir langsam in die Zeit, wo es eigentlich interessant wird für Kaspi und sowas. Zumindest war es damals so an diesem Spot. So diese späten Abendstunden und die frühen Morgenstunden. Meine Güte, wer warst du denn? Das schauen wir uns mal an. So, ich habe mal die günstige Variante jetzt ausprobiert. Das ist die Zockmückenlarve und die Made. Immer noch auf 40 cm Tiefe mit 19er Haken. Über Nacht durchtreiben lassen. Mal gucken, was die frühen Morgenstunden bringen, wenn das Zwielicht anfängt. Wir können mal reinschauen. Also, einmal eine Seelaube mit 332 Gramm. Ein relativ großer Siechling. Eigentlich der größte bis jetzt, wenn ich mich nicht recht täusche. Ja. Also Zuckmückenlarve Made, 40 cm Tiefe, 19er Haken. Das ist die Eintagsfliegenlarve. Borkenkäfer Eintagsfliegenlarve. Also selbst die Köderkombination sind hier relativ Lattenhaken auf den Siechling. Wie gesagt. Schwarzmeerseelaube sollte das ja sein. Ne, das ist die normale Seelaube, sorry. Die Schwarzmeerseelaube ist ja ein anderes Gewässer. Die ist mit ihren 300 noch was Gramm. Auch die Größe auf Zuckmückenlarve und Made. Einfach mal lutern. Immer noch 40 cm, wie gesagt. Und der Siechling steigt irgendwie dann auch auf jede Tiefe ein. Bis jetzt haben wir einen 19er, einen 16er Haken genutzt. Größte Tier bis jetzt auf 19er Haken und 40 cm Tiefe mit Borkenkäferlarve. Quatsch, mit Zuckmückenlarve und Made. So, jetzt fangen die frühen Morgenstunden an. Man kann sie relativ lang stippen. Die Frequenz geht zwar ein bisschen weit nach unten, aber man hat die ganze Nacht irgendwas an der Schnur. Das ist ganz angenehm als Stipper, weil sonst stellen wir uns immer für 3 Stunden zum Kaffee und essen 2 Currywurst Pommes, bevor wir weitermachen können. Und hier gibt es keinen Kaffee. Wir sind auf einer einsamen Insel, so wie Robinson Crusoe, ja, und müssen irgendwie versuchen, die Zeit zu vertreiben. Und da ist das ganz angenehm, wenn der Fisch dann doch noch eine Zeit lang einläuft und mal ein bisschen Aktion an den Schnüre hat, damit man hier nicht ganz so steht wie ein Dussel.
Ne? Man könnte natürlich jetzt auch Köderbeschaffungsmaßnahmen betreiben, mit einem Spaten die ganze Insel umbuddeln und nach einem Schatz suchen. Feuer ist schlecht. Haben wir hier nicht. Können wir hier auch nicht einfach so entzünden. Schade eigentlich. So ein Klappgrill wäre noch cool, oder? So ein Klappgrill oder so. Oder ein Zelt, was man selbst aufbauen kann. Dass man so eine Art Camp sich baut, wo man dann, weiß ich nicht, Kochkunst skillen kann, Tee nachkochen, all so ein Gedöns. Jetzt kommen die Sichtlinge wieder. Also die günstige Variante läuft auch. Zuckmückenlarve, Made kann man auch nutzen. Wen wie Eintagsfliege zu teuer ist, da kosten 30 Stück 11 Silber, das ist jetzt auch nicht so wenig. Gut, später achtet man dann nicht mehr so wirklich drauf, aber in meinem Fall nehme ich dann doch lieber die Zuckmückenlarve und die Made. Die Zuckmückenlarve kann ich einfach so nachkeschern. Und die Made kostet ein Appel und ein Ei. Ich werde gleich nochmal Würmer testen, was die hier so vom Teller ruppen. Regenwurm zum Beispiel. Und Kaster. Alles so Köder, die nicht ganz so teuer sind. Steinfliegenlarve zum Beispiel ist ja anders teuer. Die ist ja nun wirklich im Vergleich zu den Ködern, ist sie ja wirklich. Puh. Gut, aber die nutzen wir hier gar nicht. Also ich habe sie durchtreiben lassen, da ist gar nichts passiert. Gott sei Dank. Wäre da so ein 50 Gramm Rotauge draufgeschlagen, hätte ich mich wahrscheinlich richtig geärgert. Auf der Steinfliegenlarve, auf jeden Fall. Diese Köderkombination hier, da habe ich ja nicht so die Schmerzen mit. Das ist ja nun wirklich nichts. Maden kosten gar nichts und Zuckmückenlarven. Wie gesagt, da haben wir eigentlich später so viel von, wenn wir Köderbeschaffung betreiben mit dem ollen Kohlenwender, wie ich ihn immer nenne, den ich zurzeit noch nicht habe. Oder? Habe ich ihn schon? Ich weiß das gar nicht. Doch, habe ich. Schöpfkelle für Larven. Da hat man immer die Zucke mit zwischen. Und ab und an mal so ein Bachblutkrebs, so ein Verwerten, wenn man das schon geskillt hat. Da ist sie. Und die Köcherfliegenlarve natürlich auch. Die können wir hier auch mal testen. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Also, Zuckmücke, Made bringt auch den Siechling an die Schnur. Günstige Variante, das kann man nachkeschern, haben wir gerade gesehen. Die kann man leider nicht ausbuddeln oder so, aber die kostet auch nun wirklich gar nichts. Köcherfliegenlarve können wir auch keschern, habe ich auch genügend von. Und die Kaster müssen wir auch kaufen, kostet aber auch gar nichts. Borkenkäferlarve ist dann wieder etwas teurer als die Made. Aber auch die ist jetzt nicht so der Rede wert. So, schauen wir mal. Köcherfliegenlarve, Kaster. An der Donne zum Beispiel war eine Zeit lang der Regenwurm und die Kaster Garant für Siechling an der Pier. Danach war es dann Mistwurm, Kaster. Dann hörte der Siechling auf einmal auf, da drauf zu gehen. Dann kam der Kürbiskernbarsch und ging da drauf. Ist ja auch nicht so schlecht. Auch ein schön silberbringendes Tier. Also auch gerne mal versuchen an der Pier von der Donnez. Direkt am Bootsanleger. Mal mit Regenwurm und Kaster. Ab und an hat da zum Beispiel, wie gesagt, der Kürbiskernbarsch richtig Bock drauf. Und der Siechling auch. Und dann kann man da gut und schnell Silber wegstippen. Wenn ihr Pech habt, hat aber der Döbel da auch richtig Bock drauf. Und der geht dann auch ständig auf die Schnur. So. 40 cm haben wir durch. Wir gucken mal rein. 40 Minuten. Wie gesagt, das ist ein Test. Verschiedene Tiefen, verschiedene Köders, verschiedene Haken. Siechling ist dominant. Das ist sehr schön. Das heißt, das Tier ist hier zurück am Spot. Wer den Siechling sucht, sollte sich da unbedingt mal hinstellen. Läuft in einer guten Frequenz ein. Ab und an mal eine Seelaube, je nachdem, wie ihr fischt. Rotauge ist dazwischen gut passiert. Der hat sich recht zurückgehalten. Dieser Spot ist dafür bekannt, dass entweder läuft der eine oder der andere. Und eine etwas größere Hase. So, entweder läuft der Siechling hier
Oder der kaspische Schwarzrückenhering läuft hier. Das ist irgendwie ganz eigenartig. Dann habt ihr den Siechling nur 3-4 Mal auf der Schnur und der Rest ist dann Kaspi, also Schwarzrückenhering. Da man aber beide braucht, ist das jetzt auch nicht so schlimm. Und in dem Fall ist es wieder der Siechling. Auf 40 cm Tiefe. Ich finde irgendwie, dass die Frequenz auf 40 cm besser ist. Eigenartigerweise. Ich gehe mal auf diese besagten 1 Meter. Bis 1,10 Meter können wir. Wir gehen mal auf 1,10 Meter. Test. Naja, dann gehen wir mal auf 80. Da war die erste Rotfeder. Aber wie gesagt, die Frequenz war um einiges besser und damals einfach nur mit der Fliege 18 cm tief, ultra leicht, lief hier die Rotfeder ein, wie so eine Wahnsinnige. Immer in diesem Bereich jetzt ungefähr, wo wir stehen. Noch näher ran an die Grütze. Barsch. Dafür ist der Stock aber arg zu lang. Deswegen ja die kleine UL, damit man direkt vor dieser Grütze fischen kann. Das macht das Ganze ein bisschen simpler. Also ich empfehle immer, wenn ihr auf dieser Insel seid, da auf den Siechling geht oder je nachdem den kaspischen Schwarzrückenhering, weil der gerade läuft und Saison hat und der Siechling irgendwie in Urlaub ist, einfach auf andere Seite mal wechseln und hier auch mal durchtreiben lassen. Manchmal ist dieser Spot dann reaktiviert und dann knallt euch hier die Rotfeder auf die Fliege ein. Heute ist das nicht der Fall. Gut, jetzt habe ich keine Fliege drauf, aber auf der UL hatte ich die Fliege drauf. Auf 18 cm Tiefe und da passiert immer gar nichts. Alles klar, eine kleine Rotfeder. Spot ist ripped. Schauen wir mal den anderen Spot an, von dem ich gerade sprach. Dann haben wir die Insel aber auch fast komplett abgelaufen. Hier könnt ihr natürlich auch überall zwischenstippen. Alles interessante Spots. Überall hier. So. Und zwar hier an der Spitze. Auf der linken Seite ist so eine kleine Krautkante, sagen wir es mal so. Da hat man dann. Da ist diese kleine. Was da? Da, da. Ich glaube, da war es. Selbst mal gucken. Ja. Ne, das war die. Die kleine Graukante da. Davor. Diese ganze Kante. Auf der Ostbrasse. Mit der Fieder oder Grundruder, je nachdem, was ihr habt. Und hier ging auch der Siechling gut. Und auch die Hasel. Bloß aufpassen, weil das Flott treibt nach links weg. Und da so ein toter Baum im Wasser, das ist nicht so geil. Da muss man dann auch ein bisschen vorsichtig sein. Hier waren es dann aber auch 80 cm tief mit 19er Haken. Jetzt bin ich immer noch auf 40, soweit ich weiß. Hier 80, gut. Schauen wir, ob hier was passiert. Allerdings auch wieder mit Eintagsfliege und Borkenkäferlarve. Wenn der Siechling aber zurzeit da unten sitzt, wird er sich hier oben nicht die Ehre geben. Nur, dass ihr den Spot mal gesehen habt. 108,39. Einfach mal hier hoch tracken und das dann hier versuchen. Sollte unten RIP sein. Einfach hier hochgehen und hier auch mal durchtreiben lassen. Aber wie gesagt, wenn der Spot da unten aktiv ist, ist hier oben meistens gar nichts los. Eine Zeit lang
Aber Mitte dieser Insel konnte man mit Tauwurm richtig gut Sterlet fischen. Alter Spot von Feierabend TV. Genau, kann ich euch auch mal schnell zeigen. Kann ich jetzt bloß nicht testen, Kinders, weil ich mit einem Stipper unterwegs bin. Das war ziemlich mittig. War da nicht so eine olle Tonne im Wasser? Ja, das war hier. Hier stand er. Tauwurm und dann hier raus. Ja, nicht ganz. Siehst du? Gelogen. Doch, kommt hin. Könnt noch einen Ticken weiter, damit ihr in diese Vertiefung kommt. Da müsst ihr rein. Also, dieses Ende. Muschel, Tauwurm, etc. pp. Ging dann der Sterlet sehr gut. So. Gut, ich gucke noch mal, was jetzt hier der Siechling sagt. Da ist die Tonne, aber der Spot war es nicht. Könnt mich auch hier mal hinstellen und durchtreiben lassen. Na, wird aber nicht viel ändern. Ich bleibe einfach hier an diesem Baum stehen. Oder wir gucken da vorne noch mal. Ist ja eigentlich auf der anderen Seite der Insel so gesehen. Da machen wir mal wieder die Eintagsfliege drauf und die Borkenkäferlarve. 19 Haken starten wir. Das war ja richtig dumm. Eintagsfliege, Borkenkäferlarve. So. Und das gucken wir uns mal an jetzt. Aber auch dafür ist der Stock ein bisschen was zu lang. Auch hier müsst ihr eigentlich kurz vor diesem Entenflott, Wasserpest, dieser Grütze landen. Ab und an geht hier auch ein Donauhering lang. Auch das schauen wir uns an. Aber bis jetzt der bestlaufende Spot mit guter Frequenz ist da, wo wir zu Anfang standen. Und auch hier ist gerade nicht allzu viel los. Aha, Kaspi. Normalerweise kommen die jetzt hier schon nah an dieser Promenade. Sagen wir so, an dieser Graspromenade. Bis hin zum zweiten Baumschatten, der da jetzt kommt. Da ist eigentlich immer so das Hitfenster gewesen, wenn der Spot aktiv ist. Da ist der Caspi-Maifisch. Schau mal. Interessant. Den habe ich eigentlich da oben erwartet. Kann natürlich sein, dass er jetzt hier unten sitzt. Schaue ich mir an. So, die Frequenz geht jetzt ein bisschen nach oben und es ist der kaspische Schwarzrückenhering. Ach, und einmal ein kleiner Döbel. Caspi-Maifisch. Rotauge. Was haben wir hier noch? Das ist bis jetzt eben gerade so eingelaufen. Relativ schnell. Jetzt wieder relativ langsam. Das ist ja gediegen. Ganze Zeit lief er gerade gut ein. Sieht man.
Und jetzt? Nix. Aha. Trinken wir da raus. Der zweite Caspi-Maifisch. Interessant. Sitzt er jetzt hier vorne, oder was? Der und der Schwarzrücken, ne? Hier sitzen die Caspis, die Familie der Caspis. Die haben Stress mit den Siechlingen, deswegen sind die jetzt hier unten. Kaspischer Schwarzrückenhering läuft hier ein und der Caspi-Maifisch läuft hier ein. Wie gesagt, einfach einmal so ein verwirrter Döbel. Aber das ist doch gut zu wissen. Nicht so hochfrequentiert wie da oben auf dem Siechling, aber dennoch ab und an haben wir ihn an der Schnur. Es ist aber, glaube ich, wirklich wichtig, wie weit man hier ausschmeißt, habe ich das Gefühl. Ein Ticken zu lang und das gibt eine endlose Drift. Also näher können wir auch nicht an diesen Flottteppich vorbei. Doch, näher geht schon noch. So 2-3 Zentimeterchen, aber das ist, glaube ich, schon ganz gut so. Da ist er. Der nächste. Noch kürzer geworfen. Das Gefühl, dass das direkt vor dem Teppich hier ein wenig besser läuft. Ja, jetzt kommt so eine olle Rotfeder auch noch. Interessant. Kaspischer Schwarzrückenhering, Caspi-Maifisch, Rotfeder, Rotauge, kleiner Döbel. Und bis jetzt nicht ein Siechling. Völlig andere Fischfarben. 10 Meter nach oben, rechts Siechling. Ab und an mal so ein kaspischer Schwarzrückenhering. Caspi-Maifisch gar nicht vorhanden. Dafür aber die Seelaube. Hier unten die Caspis. Na gut. Damit habt ihr auf jeden Fall ein paar Anhaltspunkte. Auch wenn nicht jeder Spot hier wieder aktiv geschaltet wurde. Der hier unten läuft auf die Caspis relativ gut. Wenn wir das vergleichen mit dem Siechlingsspot da oben, läuft der natürlich schlechter. Aber jetzt nicht schlecht, nur schlechter. Gott, eine Giebel. Igittifoi. Die gibt es hier auch, ja. Unglaublich. Dass die Störe die noch nicht weggefressen haben. Wahnsinn. Na gut, Kinders. Also. Siechlingsspot ist wieder aktiv. Solltet ihr den suchen, macht ihr hier nichts falsch. Von den Tiefen könnt ihr anscheinend auch nichts falsch machen. Von 40 bis 1,10 Meter steigt das Tier da oben ein. Solltet ihr keinen Bock mehr auf Siegling haben, stellt euch mal hier unten hin. Ist ein bisschen ruhiger. Ihr müsst aber wirklich darauf achten, dass ihr relativ nah an die Flottkante kommt.
damit die Frequenz ein bisschen gleichbleibend gut ist. Gut, den Giebel vergessen wir jetzt mal, der hat nicht stattgefunden, aber ansonsten haben wir den Caspi-Maifisch hier jetzt schon dreimal eine Schnur gehabt. Einer sogar mit Haken. Den Kaspischen Schwarzrückenhering. Jetzt wird es aber auch schon wieder Abend. Lief auch hier unten ein. Und eine verwehrte Rotfeder, die wir da oben nicht hatten. Dafür haben wir hier aber den Siechling nicht. Wieder eine Rotfeder. Die braucht man hier auch. Verdammt. 80. Das wollte ich wissen. 80 cm Tiefe, 19er Haken, Eintagsfliege, Borkenkäferlarve, Löbt, die Rotfeder, Kaspischer Schwarzrückenhering, Caspi-Maifisch. Hier an dem Baumstamm sehr gut zu orientieren. 60 bis 70% ausschmeißen, je nachdem, was für einen Stock ihr habt, ob 8 Meter oder kürzer. Natürlich darauf achten, wie der Wind steht. Wenn er aus dem Rücken kommt, braucht ihr auch keine 60% durchtreiben lassen. Da geht die Zockmückenlarve mit der Made, da geht die Eintagsfliege, da geht alles auf 40 bis 1,10 Meter mit 19er Haken. Am besten der 16er haut die Frequenz ein wenig nach unten. Da habt ihr richtig gut Chancen auf den Siechling zurzeit. Und ihr könnt euch wahrscheinlich gar nicht mit Ködern leer angeln, weil der irgendwie alles nimmt. Außer vielleicht Regenwurmbremse, wie wir festgestellt haben. Ich werde zusehen. Ich glaube, mein Postboot kommt gleich und holt mich hier ab. Ich muss ja nach Hause. Ich muss ein bisschen Geld machen, sonst kriege ich Ärger mit der Admiralität. Ja, ich muss den Fisch jetzt schnell ins Trockene bringen, damit ich wieder mehr als nur ein Silber habe. Tja, und dann wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Vielleicht konnte ich euer Interesse ja wecken, hier mal ein bisschen auf Sichling zu gehen oder auf den Caspi-Maifisch. Schöner Fisch. Aber wir gehen jetzt noch mal schnell zum Café und dann gucken wir mal, was die Siechlinge bringen, wenn das Café sie sucht und was sie so beim Fischhändler bringen. Ja, so doof ist dieser Fisch jetzt auch nicht und er ist leicht zu stippen. Oder mit der Matschrute oder mit der Bolo muss er keine Stippe sein. Also, bis gleich, Kinders. So, willkommen zurück. Wir sind bereit, der Wahrheit ins Auge zu blicken. Was bringt das Getier? Also der Siechling, schnell zu fischen, leicht zu fischen, läuft gerade gut ein. Im Café mal nichts zu finden. Doof. Passiert. Fischhändler. Schwarzrückenhering mit 300 Gramm liegt so bei 2 Silber. Das ist jetzt nicht allzu viel. Der Caspi-Maifisch, 15 Silber. Wenn er da häufiger an eine Schnur geht und so diese 100 Gramm erreicht hat, dann ist das mal anders Silberfischen. Der Kaspische Schwarzrückenhering, wie gesagt, ist zu klein, um hier wirklich wahrgenommen zu werden im Silberbereich. Gibt es aber auch größer. Wir haben ihn aber auch eben erst gefunden, so gesehen. Wobler, uninteressant, Siechling. Da wird es interessant. Ab 700 Gramm wird dieses Tier interessant. Eigentlich so, ja, 700, 800 Gramm wird er interessant, kann man sagen. Das ist alles nicht so interessant, ne? So. Das ist natürlich auch eine Menge dann, wenn er schnell einläuft. Vertut man sich. Dann hat man da auf einmal mehrere 100 Silber in der Tasche, gerade wenn er etwas größer einsteigt mit 500 Gramm oder so. Haben wir hier einen da? So, diese Geschichten. Dann geht das relativ fix. Die Seelaue, auch nicht schlecht mit 15 Silber. Auch ein interessantes Tier im kleinen Bereich. Bringt die auch gut Silber. Ja? Nicht zu vergleichen mit der Laube, die hier schon Trophy wäre. Die hätte dann schon so einiges mehr. Rotfeder in diesen Gewichtskategorien jetzt auch nicht so wirklich interessant. Hatten wir Hasel, kennt man, auch gut. Döbel, Alland. Alles uninteressant. 159 Silber bei diesem Spot-Test herausgeholt in 1,5 Stunden oder was? In
Na, einer Stunde 17 Minuten. 160 Silber. Mir soll das genügen. Ich bin nicht mehr komplett blank. Auch schön. Und wir haben herausgefunden, wo der Siechling läuft, wie der Siechling läuft, wo ihr ihn bekommt. Wir haben gefunden den Spot für Caspi Maifisch, für kaspischen Schwarzrückenhering, und ab und an knallt da die Rotfeder drauf. Das sind alles Tiere, die man braucht. Tatsächlich, da hat man alle an einem Spot sitzen. Das ist schön, zumindest da unten. Wir haben die, wir sind auch Achtuba, ja? Ja, wir haben den Siechling oben sitzen. Seelaue ist ab und an eine Schnur gegangen. Wir haben den kaspischen Hering da unten sitzen. Wir haben den Caspi-Maifisch da unten sitzen. Und die Rotfeder geht dann auch ab und an mal ein. Mit sehr viel Glück habt ihr die da auch noch sitzen. Unten am Spot. Oben am Spot Siechling. Primär nur der Siechling. Egal auf welche Köderkombination oder Tiefe. Außer Riemenwurmbremse, da hat er nicht so wirklich Bock drauf. Könnt ihr dir aber fast alles ran nageln. Habt ihr gesehen. Na, also, Siechling, Rotfeder, Caspi-Maifisch, kaspischer Schwarzrückenhering. Alles sitzt da oben und der Siechlingsspot ist wieder aktiv. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr ja mal eine Runde auf Siechling stippen oder auf anderes Getier. Oder ihr angelt mal die gesamte Insel da ab. Würde mich interessieren, wie der Kanal da wieder läuft, also auf der rechten Seite. Vielleicht geht auch einer von euch los auf der Ostbrasse und guckt sich den Spot mal an, das weiß ich ja nicht. Oder den Sturlet. Ich kann jetzt nur vom Stippen sprechen. Das war einfach nur mit der Stippe jetzt getestet. Für die Leute, die Siechling brauchen. Aber wir haben gesehen, die Tiere sind da, sie laufen gut ein. Das ist kein Hexenwerk. Ein bisschen Silber bringen sie auch. Es ist nicht vergeudet, da auf den Zielfisch zu gehen, um die Trophy abzufischen. Man wird nicht arm dabei. Und alles ist schick. Gut, Kenners. Wie gesagt, schönen Sonntag. Haltet euch, bleibt stabil. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Macht es gut. Bis dann. Bye, bye.